Alle herhören, kommt her zu mir. Was gibt's denn? Heute müssen wir an der Brücke weiterarbeiten. Warum seid ihr noch nicht unterwegs? Oh, ich werde in wenigen Minuten nachkommen. Zeit für ein kleines Schläfchen. Ich suche mir ein stilles Eckchen und... Pauli, Schlumpf, wohin willst du dich verdrücken? Oh, ich... Sofort wieder an deine Arbeit, wie alle anderen auch. Ja, Papa Schlumpf. Oh, diese Schlümpfe, die machen mich verrückt. Hallo, Hefti, wie geht's voran? Oh, gut, Papa Schlumpf. Kannst du mir mal einen Spaten herwerfen? Hier kommt er. Was für ein Spaten ist das denn? Das ist meiner, Papa Schlumpf. Juhu, Papa Schlumpf. Findest du das nicht wundervoll? Ich habe die Farbe selber gemischt. Ach, mit offenen oder geschlossenen Augen? Sehr humorvoll, Papa Schlumpf. Ich sage ja immer, dass Papa Schlumpf ein wirklich sehr humorvoller Schlumpf ist. Meine Nerven können sowas einfach nicht mehr aushalten. Fauli Schlumpf, geh sofort in den Wald und fäll ein paar Stämme. Viele Stämme. Los, beweg dich. Warum ist das Leben mit diesen Schlümpfen nicht leichter? Die treiben mich allmählich noch zum Wahnsinn. Ja, mein erster Stamm. Fliege, hau ab. Verschwinde, kratz die Kurve hier. Ja. Ja. Aua, sie hat mich gebissen. Oh, was ist mit mir los? Ich bin so... Dieser faule Schlumpf meint wohl, er kann die alten Gewohnheiten wieder aufnehmen. Glücklicherweise faulenzt er bei der Arbeit herum, Papa Schlumpf. Tatsächlich. Nicht so viel Schlaubi, geh lieber und such ihn. Ja, Papa Schlumpf. Fauli, wo bist du? Fauli ist da hinten, aber er ist vollkommen lila und alles, was er sagt, ist guap. Fauli hat eben Sinn für das Farbenfrohe. Aber dieses guap. Das ist ja entsetzlich. Fauli muss von einer Purpurfliege gebissen worden sein. Eine Purpurfliege? Oh, da ist er ja. Er läuft ins Dorf. Fangt ihn. Darüber. Haltet den Schlumpf. Armer Fauli, bringt ihn in sein Haus. Der letzte ähnliche Fall ereignete sich, als ich noch ein Schlümpfling war, so etwa 100 Jahre alt. Und ich kann mich nicht erinnern, was dagegen geholfen hat. Ich muss die genaue Formel finden, um dem armen Fauli zu helfen. Der lila Schlumpf hat mich gebissen. Guap, guap. Guap, 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 guap. Ach du lieber Schlumpf, es ist ansteckend. Alle raus hier, ich muss ein Mittel entdecken, bevor es zu spät ist. Aufwachen, Schlümpfe! Ich glaube, ich habe das Mittel gefunden, aber zum Ausprobieren müssen wir einen lila Schlumpf einfangen. Es wird gefährlich sein, die Lila stecken an. Wer meldet sich freiwillig? Ich! Also gut, verteilen wir uns und durchsuchen jeden Busch. Guap, guap! Hey, Freunde, ich hab hier einen! Guap! Ja!
geschnappt und gefesselt! Oh, Schlumpf, ich ahnte ja nicht, dass du so tapfer bist. Ach, Schlumpfine, es war... Keine Angst. Okay, fangen wir also an. Handy, halt seinen Schwanz. Er ist immer noch lila. Schnell, bindet ihn los und bringt ihn ins Bett. Schlumpf. Ja, man könnte fast seinen Appetit verlieren. Au! Er hat mich gebissen! Verschwinde! Papa Schlumpf! Das ist eine Katastrophe. Ich muss sofort ein anderes Eigenmittel finden. Schlümpfe, ich hoffe, diese Mischung wird es nun schaffen. Und noch einmal, ich brauche Freiwillige, um die ganze... Oh nein, 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 nein. Aha, so ist das also. Du, du und du. Euch habe ich ausgesucht. Und nun Schlumpf mal schön. Jawohl, Papa Schlumpf. Gute Arbeit, Schlümpfe. Und nun wollen wir es mal versuchen. Schlümpfe, keins meiner Gegenmittel hat gewirkt und die Zeit läuft uns davon. 15 haben sich bereits angesteckt. Und diese 16... 17 müssen geheilt werden, bevor wir ausgelöscht sind. Unsere letzte Hoffnung ist, diese fürchterliche Purpurfliege zu fangen. Vielleicht erfahren wir dadurch, was unsere 17 heilen kann. Geht und Weidmanns Schlumpf. Quack! Au! Oh nein, schon wieder einer. Oh, wir haben die Purpurfliege. Ja, wir haben sie. Oh. Oh. Hilfe! Oh. Ein Gegner. Aha, das ist sie. Na also. So, haltet mich fest! Hilfe! Ach, ich habe alles versucht und nichts hat gewirkt. Als letzter Versuch eine Tuberose. Und dann weiß ich nicht weiter. Hurra! Das war's. Das ist das Gegenmittel. Tuberose-Pollen. Schnell, Schlümpfe, pflückt alle Tuberose-Blüten, die ihr finden könnt, und bringt sie her zu mir. Quap, quap! Quap, quap! Gut gemacht, Schlümpfe. Die Pollen sind verteilt. Wenn ihr leer gepustet habt, füllt aus diesem Glas nach. Papa Schlumpf! Oh, Papa Schlumpf! Quap, quap! Spritzen fertig! Feuer! Oh, was ist denn das gewesen? Nicht aufgehen, Schlümpfe! Bleibt standhaft, meine kleinen Schlümpfe! Schlümpfe, wo seid ihr? Großer Schlumpf, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist und die Pollen sind ausgegangen. Ja. Ich muss mir aus dem Labor neue holen. Nein, die Schlümpfe werden nun nie mehr... Quack, 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 quack,
ein wunderbarer Anblick ihr für mich seid. Nie wieder will ich mich über meine lieben kleinen Schlümpfe beklagen. Ich liebe euch alle so, wie ihr seid. Und wir lieben dich auch, Papa Schlumpf. Quap. Oh. Quap, quap. Ah. Reingefallen. Papa Schlumpf hat sein Versprechen wirklich gehalten. Er hat sich nicht erst beklagt.